Willkommen zurück zu Pokémon Schild, ein hochaktueller Part, denn gerade mal einen Tag, nachdem ich diesen Part produziert habe, wird er auch veröffentlicht werden. Das liegt daran, dass ich in den letzten Tagen ziemlich faul war und mich auf eine Prüfungsvorbereitung konzentrieren musste, für eine Prüfung, die allerdings erst in einem knappen Monat ansteht. Aber es gibt noch Kurse und da möchte ich gerne mein Gedächtnis wieder ein bisschen auffrischen, deshalb, ging das in den letzten Tagen eher nicht so, aber kein Problem. Wie haben wir es nochmal da gehalten beim letzten Mal? Ich meine, jetzt müssten wir doch zu einem dieser beiden Türme gehen. Ich wollte zum Wasserturm gehen, haben wir auch nur ein einziges Pokémon im Team, weil sonst klappt das nämlich dummerweise nicht. Genau, jetzt muss ich fliegen. So sieht's aus. Denn wir haben ja hier kein Pokémon-Center in der Umgebung, daher muss das Festland herhalten. Und sollt ihr bei dunklen Grafiken hier in der, ich weiß gar nicht, ist es die rechte Ecke? Keine Ahnung. Auf jeden Fall solltet ihr hier in diesem Bereich irgendwie was vom Tageslicht sehen. Sorry Leute, selbst an diesem Abend, was wollte ich jetzt eigentlich gerade nochmal sagen? Ich bin vollkommen verwirrt, meine Güte, das geht gar nicht. Also, ihr habt es ja gerade gesehen. Also bitte nicht wundern. Es ist draußen noch ein bisschen hell und ich muss es halt ausnutzen. Meine Güte, kaum ist dieser Part 2 Minuten lang, oder überhaupt keine 2 Minuten lang. Und schon muss ich, und schon laber ich wieder um den heißen Brei und ziemlich viel Scheiße. So. Ich bin natürlich ziemlich zuversichtlich, dass wir diesen DLC jetzt in dieser Zeit packen werden. Ich weiß nicht, Leute, könnt ihr mir sagen, wo hier in der Nähe Ding ist? Oder auf der Eiseninsel. Auf der Insel der Rüstung, genau. Irgendwo eine Stelle ist, wo man die Pokémon ablegen kann? Ich habe keine gesehen. Vielleicht liegt das einfach daran, dass ich zu blöd dazu bin. Sonst haben wir ja bekanntlich alles gesehen, mehr oder weniger. Oder was wir zumindest brauchen. Ich hoffe, das reicht. So. Ach, wenn mir doch nur jemand beim Sammeln zur Hand gehen könnte. Was ist denn? Ach, Lukas, du kommst gerade richtig. Ich wollte dich etwas fragen. Sammelst du eigentlich was? Na, aber sowas, was von oder was auch immer. Das wundert mich bei dir überhaupt nicht. Du kennst dich ja auch einfach mit allem aus. Der Handel mit Watt nimmt bei uns in letzter Zeit richtig Fahrt auf. Es heißt schon, mit Watt satt kommt der Erfolg von ganz allein. Ich würde ja auch gerne Watt nutzen, um die Ausstattung unseres Dojos ein bisschen aufzupäppeln. Aber mein Mann und mein Sohn sind beide eher Stubenhocker. Weißt du, was ich meine? Und ich alleine kriege niemals genügend Watt für das zusammen, was ich vorhabe. Es würde mir also sehr helfen, wenn du mir einen Teil von meinem Watt abgeben könntest. Oder einen Teil von deinem Watt abgeben könntest. Keine Sorge, du bekommst im Gegenzug natürlich etwas von mir. Eine Hand wäscht die andere. Sag einfach Bescheid. Nee, das machen wir nicht. Sorry. Dann lass doch mal sehen, wie es zwischen dir und deinem Dings da läuft. Kuma! Was? Fantastalionit. Okay, such das mal im Duden. Ihr seid ja echt ein Herz und eine Seele geworden. Dakuma ist an deiner Seite prächtig gedeiht. Saubere Arbeit. Ja, ich glaube, ihr seid bereit. Folgt mir bitte, ihr beiden. Hopp, hopp. Doch nicht der Hopp. Aber sonst ist alles schön Bumblebees auf dieser Seite. Was ein schöner Tag zum Trainieren. Ja, ich habe den doch schon trainiert. Weißt du, sollte eigentlich jetzt erst der Befehl sein, aber ich hab's halt schon vorgespielt, daher. Puh, da wären wir. Hier sieht es gut aus. Also, Lukas und Dakuma. Wenn ihr wirklich stärker werden wollt, dann spaziert mal schön, dann schützt mal schön eure Laune. Austragungsort dieses eigens für Dakuma konzipierten Trainings sind die Türme der 2 Fäuste. Das klingt ja mal spannend. Beim blauen Turm handelt es sich um den Turm des Wassers. Der rote hingegen trägt den Namen Turm des Unlichts. Der Haken ist, ihr müsst euch für einen der beiden Türme entscheiden. Die Wahl des Turms wird sich nicht nur auf Dakumas zukünftigen Kampfstil, sondern auch auf seinen Typ auswirken. Deshalb solltest du dir gut überlegen, welchen der 2 Türme ihr in Angriff nehmen wollt.
In beiden Türmen erwarten dich 5 Etagen und 5 Trainer, die es faustdick hinter den Ohren haben. Solltest Dakuma also gut trainieren und dadurch im Level aufsteigen lassen, bevor du dich an diese Herausforderung wagst. Um die Türme der 2 Fäuste zu erreichen, musst du den Focus Forst durchqueren. Oder du nimmst die Abkürzung und saust mit dem Fahrrad über den Fluss. Ich freue mich schon darauf, euch auf einer der Turmspitzen zu treffen. Das wird spitze! Hohoho. Ja, hoffentlich nicht allzu hart. Wie gesagt, ich lasse es auf Level 70. Damit alles fair läuft. Also wie gesagt, meins habe ich tatsächlich bis Level 60 von Hand trainiert. Weil ich erst später gemerkt habe, dass ich diese Bonbons drin habe. Und was ich auch nicht vergessen darf, ich habe mir hier einen Code parat gelegt, mit dem ich meinen Fortbestellerbonus noch freischalten möchte, wenn nicht schon getan, weil ich meine, das haben wir nicht gemacht. So, wir gehen, wie ihr sehen könnt, zum Wasserturm, was einfach daran liegt, dass ich den Undichtturm in der anderen Edition gemacht habe. Das hat auch seine Gründe gehabt. Einfach weil das, ich euch die größere Herausforderung bieten möchte und deinen Kampf-Pokémon gegen Undicht-Pokémon antreten zu lassen. Also, ich kann ja schon mal sagen, dass wir gegen Unlicht, gegen Wasser- oder Unlicht-Pokémon kämpfen. Das ist natürlich etwas leichter. Aber hier soll das knackig werden. Ich meine, ich war mit euch auch schon beim Unlichtturm, da müsste quasi diesen Champions-Dingster-Weg entlang gehen. Oder Pfad des Siegers, keine Ahnung wie der heißt. Ja, und haben wir hier irgendwie was Schönes? Tatsächlich, 2 Pokébälle. Einmal haben wir hier die TP 98, eine sehr schöne Zahl. Schade, dass es eine Wasserattacke ist, aber das akzeptiere ich auch. Und auf der anderen Seite haben wir eine Violett Zauberwasser. Ist das nicht toll? Das ist doch schön. So. Very good. Erinnert so ein bisschen an diese eine. Ich finde, hier hätten wir auch einen schönen Wasserfall draus machen können. Anstatt hier solche blöden Plakate. Auf jeden Fall erinnert mich das an diese eine SpongeBob-Folge, wo es auch irgendwie so in den Dojo reingehen. Sondern 4 Etagen gibt. Hallo Lukas. Der Meister hat mir schon Bescheid gegeben. Oder im Moment mal, in Final Fantasy 7 gibt es doch auch sowas, also im Original zumindest. Mit Yuffie und so. Dies ist der Turm des Wassers. An diesem Ort kann Dakuma die geheimen Künste des Wassers erlernen. Das hat was mit seiner Entwicklung zu tun, weil es entwickelt sich tatsächlich weiter, das Teil. Hat Dakuma mindestens Level 70 erreicht, sollte es das Training problemlos abschließen können. Wenn du den Turm betrittst, kannst du ihn erst wieder verlassen, sobald du die 5 Trainer bezwungen hast. Ja, das erinnert uns alle an die Top 4. Nur dass hier eine Top 5 ist. Oder nachdem du selbst besiegt wurdest. Zudem bleibt durch das Betreten eines Turms der Zugang zum anderen auf ewig verwirrt. Ja, das ist klar. Ich möchte das gerne jetzt hier machen. Jawohl. Das heißt quasi, wir können auch, wenn wir versagen sollten, nicht mehr den Turm des Unlichts machen, oder was? Bitte bestätigt mir das in den Kommentaren. So, jetzt haben wir also hier die erste Trainerin. Regentropfen verschmelzen zu einem Fluss und kehren so irgendwann ins Meer zurück. Der ewige Kreislauf des Wassers wird dich verschlucken. Das ist ziemlich dramatisch. Und da haben wir sogar eine spezielle Kampfmusik, also hier hat man sich wirklich einiges einfallen lassen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, aber ich glaube, es ist nicht zu laut. So, Level 65, das ist gut, dass die immer 5 Level unter uns sind. Mit was versuchen wir es hier? Am besten mal mit Nahkampf. Doch mal was anderes versuchen. So. Schön, dass wir die besiegt haben. Das habe ich jetzt hier nicht vorgelesen, das ist eigentlich scheiße. Aber die sagt wieder irgendwas mit Chemie und so weiter. Erinnert mich so ein bisschen an das, an dieses 100-köpfige Dojo aus Super Paper Mario, das ich nie mit euch gemacht habe. Wirklich beeindruckend. Du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Fantastisch. Mein Herz explodiert vor Freude, könnte man meinen. So, wen haben wir denn hier? Du bist blöd. Egal ob rund oder eckig, Wasser passt sich immer der Form seines Gefäßes an. Genauso passe ich mich auch meinen Gegnern an. Gleich würde es dir den Atem verschlagen. Mensch, immer müssen die blöde Sachen drohen. Ein Schüler, der hat nicht mal einen Namen. Also, da waren sie wiederum unkreativ. Namenslose Schüler. Bin mal gespannt, ob wir in den 15 Minuten noch komplett durchkommen. Ich meine, klar, ich kann natürlich überziehen. Das ist mir bewusst. Das mache ich auch gerne. Jetzt hat mein Tablet leider unfassbare Schwierigkeiten, das Ganze wieder scharf zu stellen.
Ja, komm. Na also. Muss ich doch hier nicht furchtbare Qualität antun, wenn ich es doch besser kann. So, hätten wir den besiegt. Wundervoll. Wirklich beeindruckend. Darfst du dich auf die nächste... Ja, die sagen immer wieder dasselbe. So, dennoch bin ich gespannt. Kommen wir hier komplett durch bis zum Ende des Parts? So, was weißt du? Selbst gewaltige Steine können dem steten Niederprasseln zahllose Regentropfen nicht standhalten. Glaubst du, dass dein Wille die steten Angriffe meiner Wassertropfen zerbersten? Oder was auch immer. Wie gesagt, ich habe dir unten einmal so ein Symbol, deswegen kann ich das nicht immer gut vorlesen. Also das bedarf schon einigem Improvement. Warte auf deine Anweisung. Okay, das Ding ist jetzt etwas stärker. Oder war das letztendlich schon auf Level 66? Hier ist ja auch egal. Aber glaubt mir Leute, der Unlichtturm, der wäre so unspektakulär, weil ihr wisst ja alle, dass Kampf gegen Unlicht sehr gut ist. Aber diese Wasser-Pokémon schlagen sich auch nicht sonderlich besser, nur man muss ja halt ein bisschen mehr drauf dreschen. Hier brauche ich jetzt beispielsweise drei ganze Angriffe, um hier durchzukommen. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, ja, ich war im anderen Spiel auf Level 90. Na und? Das macht den Kohl jetzt auch nicht fetter. So. Nummer 3. Ich glaube, wir schaffen das noch bis ganz nach oben. Wobei ich passe dann mit der 15 Minute eigentlich beenden möchte. Oder das Video beenden möchte. Immer schön richtig aussprechen. Wirklich beeindruckend. Ja, okay. Ich habe ja gesagt, ich wollte das nicht lesen. Wieso lese ich es dann trotzdem? So. Weil ich blöd bin. So. Was setzen wir jetzt ein? Wir setzen hier einen Top-Trank ein. Ist eigentlich auch scheißegal. Ich habe einfach nur Angst, dass wir irgendwann mal, wie gesagt, an unsere Grenze kommen. Weil, ihr seht, die Herausforderungen werden immer schwerer. Was nicht heißt, dass sie unmachbar sind. Setzt man Wasser großer Kälte aus, gefriert es und wird zu Eis oder was. Bei Hitze hingegen verdampft es und wird eins mit der Luft. Somit ist Wasser entstanden, seinen Namen und seine Gestalt nach Belieben zu ändern. Schaffst du es, seine wilde Natur zu bändigen? Ich will erstmal, ich will eigentlich gar nichts bändigen, ich will nur durch. Aber diesen Wunsch wollt ihr mir ja nicht erfüllen, ihr Säcke. So, warte auf Anweisungen, das ist doch schön. Auch wenn es ja eigentlich der Standardtext von dem Trend ist. Ich weiß nicht, kann Durchbruch eigentlich durch das, ne, das wäre geil gewesen, denn, aber ich meine, es gibt doch so eine Attacke, bei der man das Schild durchdringen kann. Meine ich jetzt, also ich kann mich da auch irren. Was denn? Das hier ist eigentlich eine relativ coole Musik, muss ich zugeben. Kudos an den Komponisten. Okay, war's das tatsächlich schon? Fragezeichen. Ich hab gerade irgendwas angekündigt mit einer besonderen Person, die dich da oben erwartet. Ja, das ist tatsächlich schon die Spitze. Und ich weiß nicht, soll ich das jetzt bei 14 Minuten wirklich belassen? Ja, um den Spannungspegel hochzuhalten von mir aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.